Jawohl, Leute. Wie einige von euch schon sich gedacht haben, ist es tatsächlich ein Radon geworden. Und zwar ein Radon Swoop 9.0. Wieso habe ich mich jetzt für dieses Rad entschieden? Wieso wollte ich unbedingt wieder ein Enduro-Bike haben? Und was habe ich an dem Bike jetzt gemacht? So ein paar Sachen habt ihr ja schon gesehen. Das Bike als solches ist erstmal gerade zu einem super Angebot verfügbar. Und zu dem Angebot, was Radon mir da gemacht hat, konnte ich einfach dann nicht Nein sagen. Und ich hatte sowieso irgendwie Bock auf dieses Rad. Ich bin das auf dem Flowtrail Siegen an den Testtagen schon mal gefahren, allerdings eine Nummer kleiner in M. Jetzt ist es L. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich dachte mir so, ey, in einer Nummer größer wäre das wahrscheinlich ein Bike, was mir sehr gut taugen würde. Und deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Vor allem für das Angebot gerade kann man da eigentlich nicht meckern. Das Bike kommt mit einer Zep-Gabel, einer Magura MT5, einem Nicht-Coil-Dämpfer, den habe ich nachträglich eingebaut, aber es kommt mit einem RockShox Super Deluxe Select Plus. Ich wollte aber unbedingt einen Coil fahren, weil ich gelesen hatte in einigen Berichten, dass der Hinterbau sehr progressiv sein soll. Ich habe es jetzt noch gar nicht getestet, ich werde es aber mit Sicherheit mal ausprobieren, auch mit Luftfederdämpfer zu fahren. Dann hast du schon eine gute Bereifung eigentlich drauf, die werde ich allerdings nochmal ändern, weil ich gerne eine stärkere Karkasse haben möchte. Aber das eigentliche große Projekt war ja, das Fahrrad so ein bisschen zu customizen für mich persönlich. Und dafür habe ich den Hinterbau schwarz lackiert. Und ich finde, das Ergebnis ist mega gut geworden. Ich bin richtig, richtig happy. Ich bin jetzt auch schon zweimal mit dem Rad unterwegs gewesen im Park. Und das Rad fährt sich super gut, macht mega Spaß. Ich hätte eine leichtere Feder gebraucht, glaube ich. Die ist jetzt eine 500er Feder. Ich brauche, glaube ich, eine Nummer schwächer, dann wird sich das Rad noch ein bisschen komfortabler anfühlen. Zum Springen ist es so mega, weil es super leicht in die Luft geht. Und der Pop ist wirklich krass. Also überall springt das Rad einen Meter weiter, als das Norco es tut. Und das ist auf jeden Fall so eine Park-Freeride-Spaßmaschine, das Ding. Pedalen habe ich mich diesmal für die One-Up entschieden. Die fahre ich ja schon länger auf meinen anderen Bikes und finde die einfach mega, mega gut. Finde die auch besser als die Crankbuzzers Pedalen, aber die sind auch ordentlich teuer. Ich glaube 140 Euro kostet der Satz. Aber mir taugen die einfach so, so gut, dass ich einfach gedacht habe, yo. Ansonsten könnt ihr euch natürlich gerne einfach mal die Konfiguration von dem Standardrad jetzt so auf der Website von Radon anschauen. Das Rad ist, glaube ich, sogar immer noch im Angebot. Das heißt, wenn ihr ein Enduro sucht, das klappt ganz gut. Kurzes Fazit schon mal nach den ersten zwei Bikepark-Besuchen mit dem Rad. Punkt Nummer 1, es rollt wirklich, wirklich schnell. Punkt Nummer 2, der Sattel ist sehr, sehr bequem. Mir taugt dieser STG Bel Air 3, steht drauf. Der taugt mir wirklich, wirklich gut. Mir tut da irgendwie nie der Hintern weh, wenn ich damit pedaliere. Und selbst mit Coildämpfer kann man das Rad durchaus gut nach oben pedalieren. Und das sage ich, also ich bin echt ja der absolute Uphill-Hasser. Aber ich habe es auf einer kleinen Enduro-Runde getestet und das hat mir ganz gut gefallen. Also es wippt nicht so sehr mit, wie ich dachte. Ist vielleicht auch natürlich dem Coildämpfer geschuldet, der ein bisschen schwerer ist für mich. Also die Feder ein bisschen zu schwer. Aber den Luftfederdämpfer könntest du ja theoretisch sogar sperren. Und dann hättest du auch nicht das Problem. Das ist jetzt auch der günstigste RockShox-Dämpfer gerade, der da drin ist, der Select, der Deluxe Coil Select. Ich hätte gerne eigentlich den Ultimate gehabt, aber das ist irgendwie schwer zu finden. Also das im Moment Dämpfer, ich weiß nicht, ob ihr gerade auch das Problem hattet, wenn ihr einen Dämpfer neu kaufen wollt, dass die irgendwie alle nicht verfügbar sind. Das ist ja fast wie damals in der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, was da aktuell los ist und warum das so ein großer Akt ist. Ja, ich werde jetzt dieses Rad diese Saison ein bisschen mehr testen. Ich habe auch vor, noch eine Doppelbrücke dran zu machen, weil das Rad hat eine Freigabe theoretisch für alles. Also du kannst eine Doppelbrücke dran machen, du kannst einen Coildämpfer fahren. Das ist mega, mega cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass man daraus so ein Hybrid-Downhill-Freerider-Bike machen kann für einen Park. Und da ich ja eigentlich gar nicht so der Racing-Typ bin, dachte ich, ist das auch eine coole Idee. Und vor allem, weil das Rad so günstig ist. Den Dämpfer habe ich für 139 Euro auf eBay geschossen. Auch super günstig, der war neu.
Und die Gabel habe ich theoretisch schon hier. Das heißt, ich könnte eigentlich ja, gut das Ganze mal ein bisschen umbauen. Einige von euch haben ja richtig gelegen mit Radon. Allerdings das Swoop hat glaube ich keiner gesagt. Viele haben gesagt, das Jab, das wäre ja auch irgendwie naheliegend gewesen, das neue Jab zu holen. Aber ja, es war halt das Swoop und ich hatte das auch schon bevor das Jab rausgekommen ist. Das Jab kam ja jetzt erst vor kurzem und da hatte ich das schon eine Woche hier im Umbau zu Hause. Das Thema Hinterbau lackieren hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Hat mir wirklich Spaß gemacht, das Projekt. Ich habe an dem Rad mehr gelernt, was Schrauben angeht, als in den letzten Jahren, weil wenn man sowas auseinander nimmt, ich musste dann den Schaltzug neu machen, ich musste die Schaltung neu einstellen, dann alles Mögliche. Also wirklich. War ein ordentlicher Akt, hat eine Woche gedauert, weil ich immer nur abends dann ein paar Stunden Zeit hatte. Aber ich finde, das Ergebnis hat sich gelohnt. Ich werde jetzt noch die Reifen tauschen demnächst. Und aktuell fahre ich nämlich die Conti Cryptotal auf dem Rad, auf das ist praktisch den Laufradsatz, der sonst in meinem Levo drin ist. Und im Park bin ich einmal schon den Originallaufradsatz gefahren. Also beides habe ich schon mal gemacht. Und ich möchte aber gerne eine neue Reifenmarke mal testen. Und da werde ich dann demnächst nochmal ein Video zu machen. Auch wenn ich das Bike umbaue zum kleinen Downhiller, dann werde ich euch natürlich auch mitnehmen und euch natürlich sagen, wie funktioniert das Ganze? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Ich freue mich immer richtig, wenn ich das sehe, das Rad. Ich finde es richtig geil geworden. Sieht mega gut aus. Taugt mir einfach richtig, richtig gut. Ist das erste Rad, wo ich mir jetzt auch so viel Mühe gegeben habe, da mal ein bisschen umzubauen. Vorher hatte entweder Thomas das Rad schon umgebaut oder ich habe es halt einfach fast so gelassen, wie es war. Aber mit der Zeit wird man ja da so ein bisschen experimentierfreudiger. Und ich freue mich mega auf die Saison mit dem Rad. Das Norco werde ich ein bisschen schonen, aber ich kann euch auch schon mal sagen, auf der Downhill-Line in Willingen, da kommt auch ein extra Video zu, da wünscht man sich dann schon einen Downhiller. Ne? Also das geht mit dem Rad auch alles, aber gerade das High Pivot, da merkt man einfach extrem den Unterschied. Aber wer weiß, ich werde auf jeden Fall nochmal ein Langzeitfazit geben zum Swoop. Ihr wisst ja Bescheid, ich gebe immer einmal so ein kurzes Feedback und dann irgendwann nach ein paar Monaten nochmal ein langes. Und ich freue mich mega. Heute muss aber das Wetter endlich schön bleiben, Leute. Und dann geht's rund. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.